Es war einmal ein Mädchen, das Mädchen, das hieß Anne. Die blies so gern Trompete auf der Kaffeekanne. Tü, 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 tü. Bis das die ganze Nachbarschaft aufhören schrie. Da flog sie, Opa, dann auf den Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da flog sie, Opa, dann auf den Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da kam sie an den Nordpol und was war denn da? Da riefen alle Eskimos wie wunderbar. Einer sprach, Gemach, Gemach, die Anne kocht uns Lebertran an jedem Tag. Da flog sie, Opa, dann auf den Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da flog sie, Opa, dann auf den Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da kam sie an die Wüste und was war denn da? Ein riesengroßer Löwe, der hungrig war. Und da sprach er, ich mag dich sehr. Ich habe dich zum Fressen gern, komm doch ein Stückchen mehr. Da flog sie, Opa, den Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da flog sie, Opa, dann auf den Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da kam sie an die Alpen und was war denn da? Da traf sie auf die Heidi beim Almüber. Sie sprach zu ihr, komm, flieg mit mir. Doch Heidi sprach, ich war schon weg, drum bleib ich lieber hier. Da flog sie, Opa, dann auf den Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da flog sie, Opa, dann auf den Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Kam sie in den Schwarzwald und was war denn da? Da sprach ein Oberförster mit strohblondem Haar. Du bist genau die richtige Frau. Du bringst mir Pantoffeln für die Tagesschau. Da flog sie, Opa, dann auf den Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da flog sie, Opa, dann auf den Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Sie kam nach Anne Eickel und was war denn da? Der kleine Hansi Heinemann, der einsam war. Er sprach zu ihr, ich flieg mit dir, nimm diese Kaffeekanne als Geschenk von mir. Da flogen sie, Opa, dann auf den Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Flogen sie, Opa, dann auf den Besenstiel davon, geradeaus übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus.